So, liebe Leute, da habe ich eben angefangen rumzuklickern und rumzuquatschen, hatte aber noch gar nicht auf eine Aufnahme gedrückt. Ich werde verrückt. Meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zum KSC, zum Fußballmanager 12 Let's Play hier mit mir von Bergen und mit euch, der Community, und zu unserem Neustart. Also, wir werden jetzt die ganze Geschichte von vorne aufrollen. Ich habe mich schon ein bisschen im Verein orientiert, mir ein paar einzelne Sachen angeschaut. Wir gucken natürlich gleich mal ins Team rein. Zuallererst, bevor ich es vergesse, ich habe einen Probetrainingstag angelegt, und zwar ist das der, also hier wollte ich jetzt gerade mal eben, ich habe eben angefangen zu erzählen und zu quatschen, und dabei habe ich gar nicht auf Aufnahme gedrückt, meine Güte, aber noch kurz vor knapp die Kurve gekriegt. Okay, Kurztrainingslager hier, denn hier ist wieder frei, und vielleicht kriegen wir noch ein Probespiel hier rein, Mannschaft, Freundschaftsspiel. Starke Gegner wäre nicht schlecht. Oh ja, starke Gegner. Rot-Weiß Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen. Sehr schön. Ein Trainingsgelände, ne? Folgendermaßen, ich habe ein Trainingslager angesetzt. In Igersheim. Ist kein schlechter Standpunkt. Da müsste ich jetzt absagen. Kann ich euch beim nächsten Mal zeigen. Und ich habe natürlich diese Saisoneröffnung. Ganz klar, ganz wichtig. Und natürlich der Laktattest ebenfalls. Da wird ein bisschen Blut abgenommen am Ohr, etc. Als weiteres gucken wir mal hier rein, ob wir hier noch ein Probe-Testspiel hinkriegen. Freundschaftsspiel. Zum Aufbauen ein bisschen. Ich würde mal sagen, starke Gegner. Oh, Stuttgart, Erzgegner. Bremen, Leverkusen. Oh, das sind ja nur heftige Gegner. Wir nehmen Baden-Saalmünden. Aber das können wir auch bei denen machen. Das ist zu teuer für unser Stadion. Da kommen sowieso nicht viele Leute. Okay, meine Lieben. Mal gerade hier durchgucken. Da ist wieder National. Da ist die Nationalmannschaft wieder unterwegs. Da können wir eigentlich auch noch mal ein Trainingslager ansetzen, oder? Das wäre doch sinnvoll. Okay. Mannschaft. Trainingslager. Und zwar gehen wir da mal nach. Nicht so weit weg. Dijon. Dijon ist halt auch ein schöner Ort, ne? Also da ist natürlich cool. Aber teuer. 2300, hier kostet es 4000 pro Tag. 6000 in St. Moritz. Wir können hier nach Walchsee gehen. Bei den Bayern da oben irgendwo. Das machen wir aber nicht so lang, 7 Tage bloß. 30.000 ist teuer genug. Meine Güte. Okay, liebe Leutchen. Wir müssen natürlich wieder eine ganze Menge einstellen. Eine ganze Menge muss wieder organisiert werden, etc. Wir müssen uns aber jetzt an der Stelle mal den Spielplan angucken, würde ich sagen. Und die erste Mannschaft. Denn die habe ich bereits mir mal angeschaut. Die ist riesig. Guckt euch das mal an. Was ist das denn bitte für ein Kader? Wahnsinn. Okay, Anzeigeoption. Spielerbilder bitte zeigen. Wir haben eine Stärke von 709. Und diese Aufstellung, die hier gerade ist, ist mir einfach viel zu offensiv. Ich würde ganz gerne wieder mit zwei Sechsern spielen. Wenn wir die dann haben. Okay, haben wir hier Staffelt und Haas. Beide eine 65. Jaschwili. Ist Jaschwili nicht OM? Alles. Der kann auch Stürmer spielen. Cool. Oh, er sieht auch schon verlebt aus, ne? Der Jaschwili. Geil. Okay. Jaschwili für Krebs mal dahin. Ist er nicht auch Spielmacher? Ne, er ist Dribbler. Cool. Was kann denn Krebs? Krebs, was kann er denn spielen? Linkes Mittelfeld. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Und Buckley, was kann er? Nur rechts außen, okay. Nur mit einer Spitze? Und die ist auch noch verletzt? Ah, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Marco Terrazino haben wir, coole Sache. Coole Sache, ist aber momentan von der Form echt mager. Mal gerade speichern drücken, haben wir schon ein bisschen was eingestellt. Nicht, dass es hier abschmiert. Marco Terrazino wäre natürlich als super Talent, ne? Könnten wir eigentlich gut gebrauchen. Sehr schöne Sache. Würde ich ganz gerne auch reinnehmen für einen Lavrić. Der ist Stürmer. Aber bessere Form. Oh Leute, guckt doch mal den Kader an, wie riesig der ist. Hier, Konrad, 21. Stärke 57. Ab in die Reserve. In die Reserve verschieben. Also ich nehme mal die schwachen Leute, nehme ich erstmal in die Reserve. Ich, das muss ja immer Ordnung kriegen hier. In die Reserve. Dauerhaft, ja. Und das ist Timo Kern dann für einer. Er sieht aber ganz gut aus. Dribbler. Könnte... Oder hier, wer ist er denn? Groß, der ist noch besser. Vom Talent her auch.
OM, okay, drei Sterne, das ist ganz okay. Den könnten wir mal als Ersatz für Yashvili schon mal festsetzen. Oh, da haben wir einen Piosek. Wer ist der auch? Mein Gott, Piosek. Piosek. 21 Jahre jung. Harter Spieler, harte Freistöße. Okay. Oh, liebe Leute, ist der Kader riesig. Fink oder Lamidi, wir nennen mal Lamidi. Als Stürmer, kann er das? Er ist Dribbler vom Sturmtyp her. Das heißt, wir werden weniger mit Flanken spielen, sondern mehr Spielaufbau. Und dann haben wir rechts Buckley, aber der ist 33. Was soll er denn als Rechtsaußenflügelspieler? Was steht hier? Trainiert ungern. Oh mein Gott. Oh, da haben wir genau die richtigen im Kader. Und wer ist er hier? Mahop? Luis Nguat Mahop. Okay. Das wäre ja auch was. Okay, Luis Nguat Mahop mal für Buckley. Und Yashvili, okay, da ist die Form gerade recht schlecht. Ist aber der Kapitän hier. Na, Yashvili kennt man ja, ne? Kennt man ja aus der Liga. Wo hat er denn überall schon gespielt? Der hat bei Freiburg gespielt bis 2007. 10 Jahre lang. Yashvili kennt man. Ganz, 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 ganz großer Spieler in der Liga. Also viel Liga-Erfahrung. Pascal Groß gefällt mir gut als Nachwuchsspieler. Christea ist verletzt. Für ihn mal einen Pascal Groß dann rein. Piosek und Groß. Also für OM haben wir eigentlich mehr als genug Alternativen. Auch Nachwuchsalternativen. Rechts außen Gwatmahop. Das sieht mir auch ganz gut aus, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's denn hier aus in der Defensive? Haas? Ja, der kann sich auch so ein bisschen nach rechts orientieren, finde ich gut. Und Staffelt, wie sieht er drauf? Ebenfalls ganz gut. 27 Jahre jung. Mhm, das ist auch schon ein bisschen Erfahrung dabei. Krebs gefällt mir auch. 25. Könnte noch ein bisschen erfahrener sein, wenn es nach mir ginge. Mit 25, da könnte schon ein bisschen höher sein von der Erfahrungsstufe. Hat der erst gestern angefangen, Fußball zu spielen oder wie? Milchraum. Verteidiger, wie sehen die denn aus? Eigentlich ganz guter Kader, eigentlich, wenn man so möchte. Alle weit über die, gut über die 60 drüber. Hier, Simon Zoller mit einer 55, da geht's mal in die Reserve. So. Dulek, Patrick Dulek, wir haben viel zu viele Stürmer. So, den schwächsten Stürmer mal rüber. Okay, auch Dulek rüber. Das ist der Schwächste. Viel zu viele Stürmer. Wir haben Anton Fink. Hier, was ist ein Clement Lafridge? Okay, das wäre jetzt so ein Stürmer. Direkt ein bisschen erfahrener. Aber 30, ja, es geht noch. 30, der trifft noch ordentlich, würde ich mal sagen. Lafridge. Es ist geht steil. Okay. Schnell informiert, damit euch nichts passiert. Boah, der ist teuer. Achtung, bitte in beiden Richtungen auf den okay, jetzt haben wir den Kader mal. Den können wir jetzt mal so stehen lassen. Christea, wenn der fit ist, spielt der natürlich, ne? Ganz klar. Der geht ja locker auf eine 70. 67 Grundstärke. Erfahrung 68. Form 68. Cool. 27 Jahre grad mal, da ist noch ein bisschen Entwicklung da. Coole Sache. Speichern. So, und dann wirkt das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher, würde ich sagen. Okay, Stürmer haben wir eine ganze Menge. Da würde ich dann eventuell den Bogdan Müller, ich meine, der ist 23, Leute, hat eine Stärke von 57. Also ich vertrete ja so ein bisschen die Meinung, dass ein Zweitligaspieler auch in diesem Spiel halt eben mindestens eine Stärke von 60 haben sollte. Also ein standfester Zweitligaspieler. In der ersten Liga dann ab 70 aufwärts, ne? Ganz klar. Und hier 57, das ist so schon hart an der Grenze. Grundstärke ist 62. Fähigkeiten rechnen ihn aber dann 3 Punkte runter, weil ihm einfach Fähigkeiten abgehen, die ihm einfach fehlen. Entwicklungspotenzial ist bei ihm bestimmt noch da, mit 23 auf alle Fälle. Was steht denn hier? Schlechte Verfassung? Okay, aber ja, weil er verletzt ist, okay, klar. Da gucken wir mal. Okay, was wollen wir machen? Auslaufende Verträge, eine ganze Menge, gerade die guten Leute. Da laufen alle Verträge aus, das ist gefährlich. Wir machen uns mal hier noch auffällige Spieler rein. Und hier machen wir uns noch herausragende Amateurspieler rein. Ja, sehr schön. Rechts außen Tim. Oh, okay, 64.
Hey, aber der ist 32 Jahre. Der sieht aus wie 12. Guckt euch mal das Bild an. Unglaublich. 20 Jahre irgendwie durch die Zeitmaschine gereist, der Typ. Krass. 32. Gut, liebe Leutchen, wir gucken mal rein, wie sieht's aus in der zweiten Mannschaft. Okay, das ist übersichtlich. Vollgepackt zwar, aber übersichtlich. Da kommt jeder zum Zuge. Lassen wir gerade mal den Assistenten noch überrutschen. Okay, das passt. Gucken wir mal fix die Jugendmannschaft durch. Okay, fällt mir jetzt sofort kein Mega-Talent auf. Alles ganz solide Jungs. Das passt eigentlich. B-Jugend. Da sind welche dabei mit 3 Sternen. Okay. C-Jugend. Auch wieder. D-Jugend. Oh, hier ist einer. 11 Jahre aber, ne? 11 Jahre Innenverteidiger. Lassen wir ihn mal allgemein Position, würde ich sagen, Verteidiger trainieren. Wo haben wir es denn? Ja, rechter Verteidiger und Innenverteidiger, linker, rechter und innen. Mal gucken, weiß man ja nie genau, was mit dem wird, ne? Vielleicht wächst er ja noch. Oder wächst eben nicht. So, mal alles auf 50. 50 kann man ruhig schon schaffen, auch schon mit einzelnen Fähigkeiten, das geht echt. Sehen wir hier beim Stellungsspiel. Das ist schon mal sehr gut, wenn er da schon sehr weit ist. Schön, Details. Mentor. Wer wäre denn hier Mentor für ihn? Milchraum, interessant. Muss aufgestellt werden, ganz klar. Bevorzugte Position ist Verteidiger. Okay, das ist das einzige Top-Talent, was wir haben. 11 Jahre ist nicht wirklich pralle, ne? Also, da könnte ruhig mehr nachkommen an talentierten Spielern. Aber gut, wir schicken alle Jungs mal los. Die gehen natürlich vor Ort oder die können auch ruhig nach... Ach komm, lass die mal nach Sylt fahren, oder? Jo, lassen wir sie mal nach Sylt fahren. Eine Woche schön, 7 Tage nach Sylt. Die ganze Jugend, alle Jugendteams. Kostet 146.000 Euro. Haben wir die? Das ist teuer, ne? Holla, die Waldfee. Das ist richtig teuer. Vielleicht doch nach Donaueschingen? 117. Krass, teuer. St. Moritz, 142. Oh, muss doch irgendwas Günstiges geben. Nach Stettin, nach Polen. Das kostet bloß 96. Alles klar, ab nach Polen mit euch. Jungs, eben mal nach Polen verfrachtet. Das sieht gut aus. Okay, Training. Ja, lassen wir das unseren Assistenten machen. Unseren Assi. Der macht das immer recht gut. Gucken wir mal dann gleich mal rein, zwecks Mitarbeiter. Wir können natürlich auch individuelle Anweisungen natürlich noch vornehmen. Das wird uns überlassen, werden wir auch hier und da natürlich tun. Gerade die individuellen Trainingsgeschichten werden wir wieder ordentlich durchpeitschen mit den jungen Spielern. Aber erstmal müssen wir ein Schrittchen vorankommen und gucken, wie es wer sich überhaupt entwickelt, weil wir wissen ja noch gar nicht, wir haben das Trainingslager noch gar nicht hinter uns, dann müssen wir mal schauen, wer sich überhaupt reinhängt, etc. Dann gucken wir mal gleich, dass wir noch einen Fitnesstrainer rankriegen. Nur beste Position. Ich würde sagen, echte Verstärkung brauchen wir schon. Ne? 58 Fitnesstrainer, Angebot unterbreiten. 140.000, das ist schon ein ordentliches Gehalt. 2% ruhig mal bis 2015. Alles klar, Angebot unterbreiten. Das sollte klappen. Als weiteres natürlich Mitarbeiter. Ganz, ganz wichtig. Unsere Scouts. Oh Gott, die ist alles leer. Guckt euch das mal an. Müssen wir wieder alles selber machen. Naja, gut. Gucken wir mal, so einen ordentlichen Scout rankriegen. Einen Chef-Scout, das wird der Ralf Ament, wird unser Chef-Scout. Angebot unterbreiten. 80.000 will der auch schon alleine. Machen wir mal 90 draus mit 2% Dynamik. Ab geht's. 15 Jahre bitte zu uns. Oh, sofort akzeptabel. Dann machen wir mal 85.